Viele Angestellte haben ja einen Ventilator im Büro als Hilfsmittel. Bringt das was? Ja, der Ventilator bringt auf alle Fälle was. Man darf aber nicht vergessen, der Ventilator kühlt die Raumluft nicht, der verwirbelt sie nur und die Luft trifft auf der Hautoberfläche auf und das ist ein sogenannter Kühleffekt. Es gibt ja Einzelklimageräte, mobile Geräte. Sind die effizient? Ja, wir sprechen da von mobilen Klimageräten. Der Nachteil dieser Geräte ist, dass man über einen Schlauch die warme Luft abtransportieren muss. Das macht man über das Fenster, aber da holt man sich automatisch wieder die warme Außenluft in den Raum herein. Das ist nicht so effizient. Und wie sieht dann eine effizientere Lösung aus? Ja, eine sehr gute und effiziente Lösung wären sogenannte Splitgeräte. Man spricht da von einem innenliegenden und einem außenliegenden Gerät. Wichtig ist, dass man darauf achtet, dass man je nach Gebrauch diese Geräte nach einer gewissen Zeit die Filter wechselt bzw. reinigt. Wenn ich jetzt als Angestellter selbst die Temperatur regeln kann, wie stelle ich mir die dann ein? Ja, das Wichtigste bei solchen Geräten ist, dass man darauf achtet, dass man sie maximal 5 Grad unter der Außentemperatur betreibt. Das hat den Hintergrund, wenn man zum Beispiel ins Freie dann kommt, dann hat man einen regelrechten Schock draußen dann und es ist nicht sehr energieeffizient. Und in der Nacht das Klimagerät dann ausschalten? Ja, auf alle Fälle über die Nachtstunden und übers Wochenende die Klimageräte abschalten. Das hat den Hintergrund, wenn man dann in der Früh ins Büro kommt, ist das Büro sehr kalt. Da ist es am besten, dass man sich Abhilfe schafft, dass man kurz die Fenster öffnet, die Gangtür öffnet und die warme Luft abtransportiert.